Mein Name ist Wolfgang Baumeister. Ich bin Direktor hier am Max-Planck-Institut für Biochemie. Bin an diesem Institut seit etwas mehr als 35 Jahren und bin gleichzeitig auch Professor in den Fakultäten für Chemie und Physik der Technischen Universität München. Die Strukturbiologie traditionell nimmt einen sehr reduktionistischen Ansatz. Das heißt, Zellen werden im Prinzip auseinandergenommen, die Komponenten werden aufgereinigt und werden dadurch zugänglich für die Methoden der Strukturbiologie. Röntgenkristallographie, NMR, zunehmend auch Kryoelektronenmikroskopie. Unsere Idee war, und die verfolgen wir seit etwa, ja, ich würde sagen, etwas mehr als 30 Jahren fast, ist, einen anderen Ansatz zu wählen und Makromoleküle im ungestörten Kontext der Zelle sichtbar zu machen und abzubilden. Ich hatte Freude am Entdecken, am Forschen schon als Schüler zu meinen Gymnasialzeiten, habe also einen Großteil meiner Zeit damit verbracht, ja, pflanzensoziologische Untersuchungen durchzuführen, die ich auch in diverse Wettbewerbe eingebracht habe, mit einigem Erfolg. Ich habe dann angefangen, in Münster Biologie zu studieren, bin dann nach Bonn gewechselt. Da gab es ein Curriculum Biologie, aber das war bemerkenswert langweilig, muss ich sagen. Das war eher ein Malkurs als irgendeine forschungsnahe Ausbildung. Und ich habe dann eigentlich sehr früh in Bonn ein einsames, unbenutztes Elektronenmikroskop entdeckt im Institut für Landwirtschaftliche Botanik, das niemand benutzte. Und das habe ich damals in Betrieb genommen und seitdem betreibe ich Strukturforschung mit dem Elektronenmikroskop. Ich bin dann aber, um das etwas professioneller zu lernen, nicht als Autodidakt, nach Düsseldorf gegangen zu Helmut Ruska, dem Bruder von Ernst Ruska, dem Erfinder des Elektronenmikroskops. Und von da hat meine wirkliche wissenschaftliche Karriere dann begonnen, hat mich dann für eine kurze Zeit nach Cambridge geführt, bevor ich dann 1982 das Angebot aus Martinsried bekam. Wir haben dann relativ bald die Vision entwickelt, Strukturbiologie in situ zu entwickeln, und das, der Weg dazu war die Elektronentomographie. Das waren etwas mühsame Anfänge, es musste also Hardware entwickelt werden, nicht nur Software. Automatisierung der Elektronenmikroskopie spielte eine wichtige Rolle. Wir waren etwa Anfang 1991 so weit, dass wir sagen konnten, ja, das hat Aussicht, mal realisiert zu werden. Dann gab es so einige Proof-of-Principle-Experimente in den 90er Jahren. Der erste gewissermaßen Durchbruch kam etwa 2000. Da waren wir zum ersten Mal in der Lage, wirklich makromolekulare Komplexe in intakten Zellen abzubilden. Hat aber dann noch mal etwa 15 Jahre gedauert, bis wir Technologien entwickelt haben, die es uns gestatten, praktisch in jedem Subvolumen einer Zelle molekulare Auflösung zu erreichen. Als Wissenschaftler schätze ich an Herrn Baumeister vor allem seine Fähigkeit, auf ein bestimmtes Forschungsthema zu fokussieren. Das hat er für 3 Jahrzehnte getan. Und jetzt erntet er den Erfolg dieser Arbeit. In den letzten Jahren kam es zu großen Durchbrüchen durch die Technik der Elektronentomographie, die Herr Baumeister entwickelt hat. Die treibende Kraft ist schlicht und einfach die Neugierde, vielleicht ein gewisser Instinkt für etwas, was mal wichtig werden könnte, und das mit Hartnäckigkeit zu verfolgen. Die Elektronentomographie haben wir jetzt über einen Zeitraum von fast 30 Jahren entwickelt. Dazu gehört natürlich Stehvermögen. Man muss daran glauben, dass das irgendwo geht. Aber es ist auch ein wichtiges Element, dass es von den Geldgebern her Vertrauen in die Forscher gibt, solche Projekte anzugehen, deren Ausgang ungewiss ist. Aber ich glaube, das sind eben die spannenden Projekte. Eine Vision zu haben ist eine Sache, die notwendigen Technologien zu entwickeln ist die andere. Und das ist auch ein Problem vielleicht heute in unserer Wissenschaft, dass Methodenentwicklung, Technologieentwicklung
nicht immer den gleichen Stellenwert hat wie die sogenannte hypothesengetriebene Forschung. Und ich glaube, daran muss man arbeiten, denn nur so lassen sich Visionen realisieren.